Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, da hinten ist noch immer dieses große Vieh. Das würde ich jetzt mal als erstes torpedieren. Da wären Scharfschützenbogen ganz gut, aber vielleicht kommen wir mit den Stacheln auch voran. Maschinen kommen? Ich komm. Boah, komm schon, explodier. Explodier, du Tank. Abgebrochen. Ich bin nicht abgebrochen. Er ist abgebrochen. So. Ja, das macht doch Spaß. Aber noch mehr Maschinen? Hey! Okay. Er hat gerade noch so viel Leben gehabt. War überrascht. So. Wunderbar ausgeschalten. Haben wir hier irgendwas noch zum Looten? Nein. Außer das Teil natürlich. Gräberklanghülse, die braucht man doch auch relativ oft. Dann schauen wir mal. Ich würde jetzt gern in Poseidons Grabstätte gehen. Ja, wenn er da rumliegt, dann mach mich noch fertig. Wo ist er denn? Da ist noch ein Dornrückenareal. Wegpunkt ist hinter mir. Laufe ich genau wieder falsch rum. Das hätte ich natürlich noch gern entdeckt, wenn wir schon in der Nähe sind. Mein, uns hetzt ja niemand. Vielleicht kriegt man dann auch ein paar Hilfpflanzen auf dem Weg. Wäre nicht das Verkehrteste bei meinem Spielstil. Da liegt eine. Beziehungsweise da gedeiht eine. Gedieh. In der Vergangenheitsform. Vergangenheitsform. Mensch, fängt ja gut an. Kann schon nicht mehr reden heute. Es kann nur besser werden. Der Durchbruch. Okay. Meinen großen Durchbruch habe ich noch nicht erreicht. Ein uralter Tunnel. Wohin er wohl führt? Weiß ich doch nicht. Finden wir aber auch erst raus, wenn uns eine Quest dahin leitet. So, schön. Oh, wir haben ganz schön viel Reinholz verbraucht. Ich schieße gerade sehr viele Pfeile daneben. Da ist es nur verständlich, dass man mal ein paar mehr Stecken braucht, um mehr Pfeile zu machen. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, ja, chill. Was wollen die hier draußen? Mir hoffentlich gute Waffen verkaufen. Hui. Da ist bestimmt wieder einer, der so Verträge macht. Hui. Lager nirgendwo. Ah, was willst du? Ja, hallo? Ja, ja, Gerücht. Her mit den Gerüchten. Bin ja ganz neugierig. Tenakt bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Ja, habe ich mitbekommen. Einige von ihnen können Maschinen zähmen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Okay, tolles Gerücht, danke. Die Außenposten in dieser Gegend. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Ja, das würde ich auch sagen. Die Rebellen sind ziemlich übel. Und was willst du? Rüstungsteile? Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist... Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Haha, die Retterin. Meine Retterin. Genau zur Generell die Retterin von allen. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Ja, ja, und hier mit der Stöberware. Genau. Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ja, habe ich mitbekommen. Ein Durchgang der Alten, verloren und wiedergefunden. Ich habe ihn gefunden. Die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere war nicht Hälfte gut versteckt. Danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann, zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Ich habe noch nie einen Frosch zittern sehen. Sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Aha. Der Rest des Trupps hat Angst. Zu Recht. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Er ist halt ein Geschäftsmann, Eloy. Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Ich will den ganzen Gewinn. Ja, warum nicht? Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Eventuelle für die Leute, die Retterin. Eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, ciao. Wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen.
Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ja, dann geh halt selber danach suchen. Wenn ich sie finde. Ich danke dir. Ach. Viel Glück, Stahlflamme. Das wäre ein geiler Folgentitel. Aloy Stahlflamme. Will jemand was verkaufen? Werkbank? Vorratskiste? Ist hier kein Händler drin? Anscheinend nicht. Na gut, dann auf zu unserem Wegpunkt, beziehungsweise hier erstmal zum Unterschlupf. Und dann können wir da so reinwemsen. Vielleicht hole ich mir auch wieder ein Reittier. Das letzte ist irgendwie gestorben. Oh ne, das ist noch da. Da ist es ja. Dann aufwärts. Hui, eine Leitplanke müssen wir überspringen. Anscheinend nicht. Konnten einfach drüber laufen. So. Das ist mein schlupfiger Unterschlupf. Will hier jemand kämpfen? Oh, nur ein paar Vögel eventuell. So. Oh, Grünglanz. Brauche ich. Halt mal kurz an, Kollege. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Ja, ein Händler gibt dir ganz viel dafür. Jetzt sei mal ruhig. So, was haben wir hier? Stachel auf der Klippe. Nö, mehr aus Sand her damit. Mehr Sand, mehr Poseidon. Ist ja nur noch 500 Meter entfernt. Ist ja ein Katzensprung. Wenn wir reinkommen. Hilki. Double Roadkill, so wie es aussieht. Und hier ist eine Schleifspur. Wer hat die denn wieder verursacht? Ich war es diesmal nicht. Bin mir fast sicher. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Poseidon kann nicht weit sein. Ja, genauso stelle ich mir Las Vegas im Moment auch vor. Haben es also genau getroffen. Tja. Oh, Heilpflanze. Reittier, du bist auf dich allein gestellt. Ich nehme die Bieren. Bierending ist wieder voll. Oder war schon voll. Ich habe das Gefühl, das war schon voll. Wo ist hier denn der Eingang? Das ist ein Vogel. Ein Geier. Skorpion. Hellpflanze. Ja, ja, schön ins Lager damit. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber vor allem dem Sandsturm. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Ja, darauf wäre ich auch allein gekommen. Und guck mal, da können wir schon mit interagieren. Zieh! Boah, so stark wäre ich nicht. Und nochmal. Zieh! Und hoffentlich kommen wir jetzt hier weiter. Oh. Anscheinend nicht arg, aber ein bisschen. PWN D-Sports braucht dich. Wow. Schön. Ich brauche Poseidon. Ich glaube, hier wäscht eine Hand die andere. So. Das war anscheinend nicht der Abgang. Nach unten. Dann würde ich sagen... Wo ist denn das... wie heißt das? Bellagio Hotel... ich kenne so wenig. Bellagio klingt fast richtig. Nicht ganz. Ein Flattervieh. Noch paar Flattervieh-Hieger. Und alte Kiste für Wertgegenstände. Das ist mein zweiter Vorname. Da müssen wir hin. Und Lagerfeuer irgendwo in der Nähe. Unbekannt auf jeden Fall hier. Metallblume. Und ein blockierter Weg. Das ist doch schade. Und zieh! Lass die Decke über uns einstürzen. So habe ich mir das vorgestellt. Ist der Weg immer noch blockiert? Nein, geh doch weiter nach unten. Geht's ja tatsächlich ein bisschen. Da ist die Vorratstruhe da unten. Wie soll ich denn hier rankommen? Komm schon, Aloy, das schaffst du. Nee, das tust du nicht. Du bereitest mir gerade nur Kummer und Sorgen. Boah, ich dachte gerade, das wäre eine Schlangengrube wie bei Indiana Jones. Ich schätze, es geht durch den Turm da rein. Ich habe keine Ahnung.
Das wäre so die Hoffnung. Und Wildfleisch für uns. Ah je, die müssen wir, glaube ich, ausschalten. Wunder mich aber, dass wir nicht scannen können, wo wir rein könnten. Und die Geier lassen mich zumindest in Ruhe. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Ja, Dornrücken können auch entzücken. Das Reinholz verleib ich mir noch ein. Wie gesagt, ich verbrauche sehr viel. Oh, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir wieder genügend. 200 auf Lager. Komm schon, das sieht doch annähernd richtig aus. Ich als Poseidon würde mich hier verstecken. Schön sandig, schön turmartig. Was will man denn mehr? Na, ich komme sogar hoch. Wer sucht denn Glück? Warte, nach oben komme. Nicht. Ernsthaft? Das war alles? Das kann doch nicht sein. Vielleicht doch. Ah. Da ist mal hingekommen. Gerade noch beim Absprung gesehen. Beziehungsweise kurz davor. So, dann... Ich dachte, ich muss mehr nach unten, aber macht ja auch nichts. Aloy, so langsam reicht's mir mit den Spielränzchen hier. Ich habe mich so gut angestrengt, da hochzukommen. Hat's geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Dann macht man das einfach nochmal und nach links und schauen, dass der triggert. Ich bin getriggert. Komm schon. Da ist er doch. Wieso zeigt er mir? Aloy. Ah, danke schön. Und jetzt verkack's nicht. Ist schwierig genug, den zu treffen. Hui. Glaubt es nicht. Nur noch 5% Leben. Einmal probier es noch, dann ist es mir wieder egal. Ach, keine weiche Landung. Ja, du reagierst gerade auch nicht besonders gut auf Tastenanschläge. Oh. Ich muss hier drin unbedingt besser werden. Komm schon. Boah. Ich muss irgendwie mit dir abspringen, aber die macht es ja so kompliziert, generell mit der Sicht hier. So, einmal will ich noch nach oben, dass wir wenigstens den Versuch hatten, oder die Chance hatten. Boah. Ist das mit Controller-Steuerung hier aussoviert oder drücke ich nur wirklich die falschen Tasten? Okay, ich habe die Schnauze voll. Keine Ahnung, was das ist, aber ich habe die Schnauze voll. Wo ist Poseidon? Da unten. Mal wieder markieren. Alter, das ist ein Turm. Man soll anscheinend nicht alles erkunden können in dem Spiel. Kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Dann schauen wir mal, ob man da hinten reinkommt. Da gibt es auch einen Turm. Der sieht schon mal freundlicher aus. Hoffe ich zumindest. Arg viel unfreundlicher kann man als Turm nicht sein. Außer der eine da in Italien bei Pisa. Bei dem läuft auch ordentlich was schief. So. Und das sieht doch besser aus da hinten. Ab ins... Gibt bestimmt auch einen Ritz-Carlton in Vegas. Denke ich mal. Ach komm, ich konnte doch ein paar von denen... Bellagio war... Ich spreche das falsch aus, aber irgendwie so war es. Ja, ich versuche einen Weg reinzufinden in Poseidon. Oh, das sieht ein bisschen aus wie ein Schiff, also wie ein Raumschiff. Wird es aber nicht sein, das ist irgendein altes Hotel. Komm mal hier rein.
Asiatischer Stil auch noch. Ich war noch nie in Vegas. So viel weiß ich nicht. Hui. Komm mal hier unten rein. Sieht nicht danach aus. Aber ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Das ist also nicht das Schlechteste hier. Und hier haben wir unbekannt in ein paar Metern. Hui. Ja, das sieht cool aus. Ich glaube, das ist sogar das Bellagio. Dort unten ist etwas. Ich muss nur einen Weg reinfinden. Ja, da oben eine ist eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Cyclops? Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schau mir das an. Das wissen? Fallen mit Stil. Mir wär's lieb, du würdest gar nicht fallen. Mit Stil oder aus, sonst nicht. Tja, Kiste für Wertgegenstände. Da stand mein Name drauf. Ah, das schaffst du sogar. Da bin ich ja begeistert. Und was Grünes. Sah für einen Moment legendär aus, aber es hat ja auch so Streifen nebendran. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Drohne bekomme. Ich könnte wo raufklettern, um auf die Drohne zu springen. Ich muss auf die Drohne springen. Aloy, wir sind nicht so treffsicher. Wollte ich nur mal anmerken. Wo ist denn die Drohne? Drönchen. Du kommst jetzt mit. Und wohin? Du gehörst mir. Ah, wir sind zu fett für die Drohne. Heiß wie eine Ost. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Oh, her damit. Na gut, eine von 10 Überwachungsdrohnen haben wir schon mal für uns beansprucht. So, jetzt rein nach unten. Aloy. Du machst es mir heute nicht leicht, dich zu mögen. Hier mit deiner Steuerung. Und ich habe die Steuerung so gelobt, aber was das angeht, Na? Was scannt mich denn? Scannt mich überhaupt irgendwas? Ja, da scannt mich ein Vogel. Glaubt, er hat einen Vogel. Noch eine Drohne? Hm? Wo willst du hin? Komm hier, komm wieder zurück. Ich glaube, das kann ich nicht abschießen. Warum eigentlich nicht? Ab nach unten. Ja. Da ist Grünglanz. Ich sehe ihn ganz deutlich. Echt? Waren hier 2 Drohnen? Wär mal sehen, wenn jetzt 2 von 20 drin steht. 2 von 10. Sag nicht, dass... Oh. Okay. Anscheinend gab's nur eine hier. Und die durfte wieder nach oben steigen. So. Auf den Trick falle ich kein drittes Mal herein. So, wir haben es ja gleich geschafft. Scheiße. Bitte brich nicht ab, du Stängel da. So viel habe ich auch wieder nicht gegessen. Also, ich als Aloy nicht, ich als introvertiert schon. Viel zu viel. Da kommen wir doch rein. Und nach unten mit uns. Und weiter nach unten. Nach unten. Ah, scheiße. Sind nur bei einem natürlichen Ausgang erschienen. Aber hier ist eine Kiste. In der Badewanne. Warum nicht? Altes Klangspiel und ein Datenpunkt. Schön, schön. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Sag nicht, ich muss klettern. Nee, das sieht hier besteigbar aus. Sehr besteigbar sogar. Ich dachte, da geht's runter zu Poseidon. Ah, da kommt Wasser raus. Ja, da würde ich umziehen. Vor allem die Tenak, die da um Wasser betteln. Hier wäre doch ein geiler Platz. Turm der Tränen. Salzige Tränen. Yam, yam, yam. So. Dann kommen wir bestimmt irgendwie rein. Wer hat denn das Feuer hier angezündet? Ich habe die Leiter gesehen, aber... Menschen? Stemur? Abadund? Was machen die denn da?
kenne ich nicht. So, erstmal aufbrechen. Oh, eine Waffe war drin. Nehme ich doch gerne. Ja, ja. Bolzenschießer. Damit kämen wir uns eventuell aus. Vielleicht auch nicht. So, hoch mit uns. Hoch mit uns. Ausrüstung. Ja, auf jeden Fall Ausrüstung. Braucht man ganz viel davon. So. Wie kommen wir denn hier rein? Solange es Loot außen gibt, ist das zwar nicht so kritisch. Na, irgendwie würde ich es dann doch ganz gern erfahren. Vielleicht hier hoch. So leicht machen die Spieleentwickler das hier nicht. Sieht aus, als wäre da was hinter der... Ja. Was macht ihr denn da? Ihr sollt nicht ertrinken. Das ist meine Aufgabe. Ja, lass alles raus. Lass alles raus. Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Ich bin doch hier. Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. Was willst du denn überhaupt fischen? Ach. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Ich wäre für den tödlichen Wahn. Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, ach, halt's Maul. Ich bin doch keine Speerjungfer. Ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. Ich bin Aloy Flammenhaar. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Ja, das wollte ich gerade aussagen. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Hier passiert was Wunderbares. Wie heißt du? Aloy. Aloy. Morland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Ich bin doch kein Idiot. Also ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh. Und dir muss ich jetzt ins Knie schießen? Warte, vorher habe ich ein paar Fragen. Wie findest du mein Outfit? Partner. Partner? Da ist jemand eifersüchtig. Ich besorg die Teile. Dann hole ich mal diese Teile. Was brauchst du? Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemmer südlich von hier gesichtet hat. Was für eine Herde? Wegen des Stöberns. Morland, Beute interessiert mich nicht. Was immer du da unten findest, gehört dir. Außer Poseidon. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Vielleicht habe ich es ja schon dabei. Was brauche ich denn? Begib dich zur Maschinenherde. Beschaffe die Druckluftkapsel. Okay. Her mit der Druckluftkapsel. Tauch. Mach's ein bisschen heller. Wo ist denn die Kapsel? Ey Leute, schaffen wir schon nicht. Geh mal wieder hoch, bitte. Hoch! Wir sind gleich tot. Wir sind tot. Hui! Und wie soll man da unten tauchen? Und wo ist die scheiß Kapsel? Wir gehen erstmal zur Maschinenherde. Wo ist die? Wo ist die geparkt? Boah, da ist sie. Holland müsste die Herde südlich von hier sein. Ja, südliche Herden. Wer kennt sie nicht?
200 Meter entfernt. Noch eine Drohne. Ach, einen Augenblick mal. Ich wollte ja nicht nochmal drauf reinfallen. Ich sehe nie zwei gleichzeitig am Himmel. Das sollte mir zu denken geben. Noch ein Lagerfeuer in 140 Metern. Es war ein kleiner Umweg, aber können die schöne Landschaft von Las Vegas genießen. Die ganzen Geier sind noch hier. Ach, das ist doch wunderschön. So, Lagerfeuer in 60. Lagerfeuer in 50. Lagerfeuer voraus. Ich sieh's. Ich lande. Wir haben es gefunden. Dann auf zur Maschinenherde, die sich irgendwo hier versteckt. Ich würde gern wissen, was das für eine Herde ist. Also muss ich bestimmt nicht wissen. Zu viele Informationen können auch schädlich sein. Sonst würde ich es vielleicht nicht machen. 20 Pfeile. Maschine. So, ich sehe nichts. Hier sollte laut Morland die Herde sein. Sie müssen weitergezogen sein. Ja, passiert im Besten. Oh. Ich sollte nach Spuren suchen. Da. Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Na gut, auf zur Herde. Und auf zum Loot. Rolex. Grünglanz. Grünglanz? Gurken. Glückspilz. Knackiger Stachelhalm. Wo ist die Spur? Hab die Spur verloren. Hallo? Spur? Ich hab dich extra markiert. Nicht die Echse da. Also, die sind in die Richtung gegangen. Na gut, man kann sich ja irren. Aber zumindest irren wir uns vorwärts. Kann ich nicht einfach Ausschau halten, wo eine große Ansammlung an Maschinen ist? Ja, das Getrappel haben wir doch schon längst mal gesehen gehabt. Habe ich mich doch am Anfang beschwert, wer die Schleichspur da hat. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Und wem muss ich ins Knie schießen? Mehr Maschinen? Um die sollte ich mich zuerst kümmern. Boah. Erwischt! Erwischt! Boah, das kann ich nicht leiden in der Animation. In der Animation erwarte ich, unverwundbar zu sein. Zumindest unverwundbarer ist es. Mögt ihr Feuer? Die Antwort ist nein. Schade. Ich mag eigentlich Feuer, Freunde. Tja. Und ein Langbein. Okay. Jetzt sind nur noch ich und die Herde da. Ja, schöne Herde. Sehr schön, sehr schön. Bleib mal stehen. Was muss ich dir abschießen? Du hast kein Knie, das markiert ist. Komm schon. Du bist draufgegangen. Ach, komm schon. Ich mag das echt nicht in der Animation. Mein macht ja auch Sinn, aber... ein bisschen Unverwundbarkeit hat noch nie jemandem geschadet. So, ich bring deinen Kanister zum Explodieren. Und das machst schon selber. Und rauf damit. Keine Munition mehr. Wart mal, Kollege. Warte. Ich glaube, der versteht kein Deutsch. Natürlich dann bitter. Das macht die Kommunikation so schwierig. Ah. Und sind das Kniescheiben? Ich schieß trotzdem mal drauf. Nimm das ein Euter von dem. Komm schon, drei Pfeile. Oh, der Sturm bringt eine Sandhose. Na toll. Nein, die Sandhose müssen wir ausziehen. Hosenlos durch die Nacht. Das ist mein Motto. Eine synthetische Membran. Aha. Ich sollte mir die anderen ansehen. Vielleicht hat einer ein Maschinenknie. Gut. Okay, das war's mit den Maschinenteilen. Sehr gut. Ich muss nur die Druckluftkapsel aus Morlands Tauchblase holen. Oh je, wenn's weiter nichts ist. Das habe ich ja beim ersten Versuch dann bestimmt schon geschafft. So. Und wir sind wieder ganz mutig. Eine Windhose. Hui, nach oben. Schade.
Was ist denn los? Was stöhnst du so? Bin doch gar nicht im Spiel. Kann der Geier bei den Flugbedingungen überhaupt noch irgendwas machen? Naja, ich kenne mich mit Geiern auch nicht unbedingt aus. Sollte darüber also nicht urteilen. So, da oben ist, glaube ich, ein normales Federvieh. Also, normales Flugvieh. Nee, das wird wieder die Drohne sein. Hä? Ich würde sagen, da ist einfach, egal was es ist, es buggt. Darf's auch mal. So schlimm ist er nicht. Ich würde das jetzt nicht als Game-Breaking bezeichnen. Vielleicht ein bisschen als Immersion-Breaking. Aber es kann ja auch einfach Lichter sein, die da rumschweben. Ich judge gar ja nicht. Zumindest nicht mehr als sonst. So. Kann ich dir die Maschinenteile schon geben? Nee, wahrscheinlich nicht. So, kann ich einfach nach oben? Wie weit ist das denn unten? Schon. Ach, da ist die Kapsel. Ja, chill. Kriegst du das hin? Und hoch. Hoch. Mehr hoch. Zieh dich hoch. Strampel. Strampel. Boah. Da war die Kapsel also. Nichts leichter als das. Bitte schön. Wie kann ich dir helfen, Partner? Wie kann ich dir helfen? Ich habe die Teile. Ich habe alles Nötige für den Bau der... Der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Mhm. Streiten wir nicht. Warum die nicht? Die Werkbank gehört dir. Okay, danke. Ah, das ist natürlich auch genial. Länger die Luft anhalten. Ich dachte ja am Anfang, es gibt Skillpunkte dafür. Und jetzt realisiere ich erst, dass wir eine Tauchermaske kriegen. Mein Praktisch. Gott. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will da unten eine ganz besondere Beute. Und was willst du von da unten? Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ein Geist? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat, was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Plötzlich änderten sich die tanzenden Lichter um uns. Okay. Lichter? Was meinst du? Bilder in der Luft, die Glimmer machen, die Beute, die ich suche. Kleine Hologrammprojektoren? Zuerst sah man viele Bilder von Frauen, Münzen und... Von Frauen. Essen. Das ist in der Steinzeit wahrscheinlich viel wert gewesen. Wurden sie nautisch. Wellen. Fisch. Ja, das klingt nach Poseidon. Oder Captain Igloo. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Schankedön. Viel Glück da unten. Ach, da unten brauche ich doch keine Hilfe. Ich kenne mich aus. Okay. Na, vielleicht ein bisschen Anleitung wäre ganz gut. Das Ding funktioniert. Ja. Runter mit uns. Das ist doch was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Ja, aber für wie lange? Dauerhaft? Das ist nicht schlecht. Die Tauchermaske scheint dicht zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Ja, davor sind wir immer ertrunken. Beziehungsweise wir wären ertrunken. Oh, das sieht ja cool aus. Wo es begann, aber das Korallenriff und so weiter. Zumindest das Fake-Ding in Hologrammsicht gefällt mir. Geile Tauchermaske. Jetzt brauchen wir nur noch Schwimmflossen oder größere Füße. Möglich. Eine Fisch-KI steht hier auf seltsame Dinge. Und da ist ein Auto direkt in der Mitte. Können wir das noch gewinnen? Braucht nur ein bisschen Liebe und dann können wir damit bestimmt fahren. Da könnte es rausgehen.
Aldon ist irgendwo hier unten. Ich muss sein Versteck finden. Ja. Viva Las Vegas. Wow. Die Maschine. Keine Chance, unter Wasser gegen sie anzukommen. Ein Flutschlitzer. Scheiße. Ich krieg wieder Subnautica-Vibes. Boah, dann sind wir mal vorsichtig. Der Ort ist riesig. Und ja. Alles ist unter einer Kuppel. Ja. Und nicht den Flutschlitzer vergessen. Oh, ist das ein schönes Vieh. Ich mag's nicht. Was ist da? Alte Vorratskiste, die geht mir sowas von am Arsch gerade vorbei. Schön, dass ich wirklich dauerhaft atmen kann. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er will mich mit so einem künstlichen Lammdarmschlauch noch hier beatmen, dass es nur so auf 20 Meter runtergeht. Aber das ist wirklich praktisch. Ist ja viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können, wie das unter Wasser funktioniert. Ja, tauch mal ein bisschen höher. Was haben wir da? Marauderwasser. Keine Ahnung. Ganz schön strömungsreich hier. Wo soll's denn hingehen, Aloy? Oh, keine Ahnung. Kann ich was scannen? Textnachricht. Ja, die interessiert mich nicht so wirklich. Poseidon, wo bist du? Seh nix. Jetzt fühle ich mich eher wie in einer Therme, also gar nicht so schlecht. Wäre dann nicht das Riesenvieh im Wasser? Obwohl, das erinnert auch an die Therme. Nur die wollen mich meistens nicht töten. Komm schon. Ich brauche Flossen. Flossen. Hat aber einen interessanten Schwimmstil. War vielleicht zu schwierig, Brustschwimmen zu implementieren. Finde ich die überlegenste aller Schwimmarten. Na gut, nehmen wir die Vorratskiste. Hier damit. Anpeilung und... Scheiße. Falsche gesammelt. Egal, braucht man auch. Aufstieg. Aufstieg. Na, das sieht doch richtig aus da hinten. Einfach hier durch. Boah. Oh. Vorsichtig. Was bist du? Schockmunition wäre hier nützlich. Ja. Kriegt man das unter Wasser hin? Nein. Also halt's Maul. Oh, mir hätte ein Viech im Wasser gereicht. Na, sieh mal einer an. Noch eine Kiste. Meine Mühen werden belohnt. Mit einer Zwiebel. Der Maschinenmuskel. Poseidon. Oh, oh. Wenigstens greifen die mich nicht unbedingt an. Würde ich mal hoffen. Auch wenn der Anstalten dazu macht. Zumindest Geräusche. Sonderbestellung, Textprotokoll. Mich interessieren doch die Textprotokolle gerade nicht. Will hauptsächlich nicht gefressen werden. Oh. Ich muss Poseidon in der Richtung finden. Tja. Bis jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Ah, vielleicht der große Taucher da. Ich hätte mich als großer Taucher verkleidet, als Unterwasser-AI. Das hat Stil. Ist er da sicher nicht drin? Oh, in der Schrittgegend leuchtet's aber. Glaubt, er soll damit mal zum Arzt? Ah, jetzt sehe ich nichts mehr. Noch prall gefüllte Bäckchen. So. Oh, Kraut. Ich will das Kraut. Ein Färber könnte damit viel anfangen. Oder auch nicht. Was haben wir hier drin? Ach, nur die scheiß Nachricht. Die hab ich doch schon gescannt. Nein, Aloy. Wir müssen besser zielen. Zielen.
So, irgendwo versteckt sich der Arsch hier. Ah, da geht's runter. Kommt man da nicht her? Vorsichtig. Nicht fressen lassen. Nicht fressen lassen. Ich schätze aber, wir müssen absteigen. Ja, ja. Der wird mich schon in Ruhe lassen. Oh, wieder die Strömung. Die Koordinaten zu Poseidon führen dorthin. Ich glaube nicht, dass ich von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Nolan sprach von einem roten Licht am Boden, als das Wasser kam. Aha. Wäre möglich. Soll ich jetzt ein rotes Licht finden? Da ist es nicht. Da ist es. Nee, das ist nur eine Vorratskiste. Hör mal auf mit der Strömung hier. Boah, finde das rote Licht in 70 Metern. Ah, da unten ist es doch. Das sieht roter aus als alles, was ich an Licht kenne. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Schön macht den Delfin. Sehr delfinig. So, rotes Licht. Rotes Licht. Ja. Was macht man jetzt damit? Ausschalten. Wasser zurückfluten lassen. Raus mit dem Wasser. Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Ja, die sollte aber nicht offline sein. Müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Ah, das auch noch. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Ja, das klingt gut. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Woher weißt du, was eine Pumpe ist? Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Hat sich Elo ja mal wieder gut ausgedacht. Her zur Pumpenstation. Und hoch mit uns. Im Taucher drin? Wo ist die Pumpenstation, von der ich so viel gehört habe? Werde ich gerade verfolgt oder was soll die Musik? Ich denke mal nicht. Ah. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Wer weiß das schon so genau? Runter mit uns und nicht gefressen werden. Das ist entscheidend. Ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Ja, Kanalisationssysteme. Für die ganzen Därme und Ärsche. Was hätte ich da einsammeln können? Ach, Heilpflanze. Später vielleicht. Später vielleicht. Ich hoffe, das ist mein Schatten. So. Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Ja, normalerweise würdest du das schaffen. Ventil. Und hier willst du echt nicht klettern. Das sieht sehr kletterbar aus, Aloy. Komm schon. Macht's einem armen Introvertierten doch nicht so kompliziert. Also ich sehe, dass ich nichts sehe. Muss man wieder tauchen? Warum? Da geht's doch hoch. Hier, Heilpflanzen nehme ich mit. Und hoch mit uns. Das sah aber nach eigentlich einer relativ guten Steigung für uns aus. Das hätte man schaffen können. Hier, ja, neuer Datenpunkt. So, da haben wir dann auch wieder diese Splitter, die wir hochjagen können. Aber erstmal Ventil öffnen. Pumpe wird zurückgesetzt. Das habe ich gut gemacht. So. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Das klingt nach einem Plan. Und hier mit dem legendären Loot. Oh, nur episch. Heute bin ich aber nicht so bescheiden. Altes Metallauge. So. Wem's Freude macht, sowas zu besitzen? Ja, auf jeden Fall. So, runter mit uns. Ah.
28. Hä? Runter mit uns. Auf zum nächsten Knotenpunkt. Wenigstens sieht man unter Wasser gescheit. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Nichts leichter als das. Nur ein paar Krokodile hier. Die haben bestimmt ganz scharfe Zähne. Und einen ausgezeichneten Geschmackssinn. Deswegen würden die uns erst recht anknabbern. Was bist du da unten? Noch ein Zugriffspunkt. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen. Ah. Und die Maschine verdünnisiert sich rechtzeitig. Das ist mir auch sehr sympathisch. So. Dann lassen wir mal das ganze Wasser ab. Ist eh zu feucht hier unten. Und es liegt nicht nur an Aloy. Lass mich doch klettern. Na scheiße. Jedes Mal Leiter suchen. Obwohl das durchaus machbar wäre. Sogar für mich Fettmops hätte ich gesagt, ich schaff das. So, Heilpflanzen nehme ich. Heilpflanzen nehme ich, Datenpunkt scanne ich. Kein Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ja, schön, dass das antike Mail-System hier funktioniert. Oh nee, lass mich doch nicht springen. Kann ich nicht einfach... Doch, das hat geklappt. Ablassen! Ablassen! Bewegt sich nicht. Ja, scheiße. Vielleicht drücken die Trümmer es runter. Ja, wer weiß es schon. Nichts, was mein Seilwerfer wahrscheinlich nicht erledigen kann. Okay, mal sehen, ob es geholfen hat. Hat es? Ah, Geräusch. Okay, ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auflösen. Ja, hab davon gehört. Und wo sind wir jetzt gelandet? Im Nichts. Ich dachte, wir sind da vorne reingegangen. Ist egal. Hui. Zurück ins Nass. Und dann warten wir am besten 3-4 Tage, bis hier das Wasser auch komplett rausgelassen wurde. Weil bei den Wassermengen geht es nicht so einfach. Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Ja, bemühe mich, nicht gefressen zu werden. Oder aufgespürt. Na, sieht schon lustig aus, die Maschinchen unter Wasser. Oh, da war ein Krokodil. So. Gutes Licht in dem Turm. So welchen Turm? Der Konsole vorhin. Der Turm? Die Wartungsstation sein. Das ist doch kein rotes Aber Licht. Wie komme ich rein? Das rote Licht? Finde Eingang zum Pumpen. Das Rot. Boah, hier leuchtet zu viel. Woher soll ich denn wissen, wie ich da reinkomme? Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da das sieht richtig aus. Ich will doch nur zu Poseidon. Boah, ist das ein Riesenteil. Das ist hier eine richtige Ansammlung. Eine Horde Grünglanz. Jo, Tür öffnen. Was muss, das muss. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ja, da warten wir mal ab, ob das tatsächlich stimmt. Ja. Können wir uns nicht per SSH einfach einwählen? Muss das unbedingt lokal erfolgen? Das heißt, muss ich die Konsole tatsächlich von hier bedienen? Ja, mit der Rolex. Und dann wahrscheinlich hier weiter. Irgendwo wird es ein Konsülchen geben. Komm mal hier wieder raus, das wäre nicht gut. Wollt doch eher rein? So. Da ist eine Tür. Tür kann nie was Schlechtes bedeuten. Es sei denn, da ist schlechtes Zeug hinter. Hier drin sollte eine Konsole sein. Ja, die wird schon markiert, halt's Maul. Du kannst bestimmt hier wieder nicht raufklettern. Oder ist alles unter Wasser? Dann ist es kein Problem. Dann lege ich mal trocken. Ja. Ach, hier sehen ganz cool aus.
Hui! Da schwuppen die Autos aber nach oben. Das ist eine richtig coole Sequenz, finde ich. Und das sieht jetzt ein bisschen toxischer aus als nötig. Druckausgleich üben, Aloy. Druckausgleich. Halt dir die Ohren zu. Okay. Wir haben es überlebt. Cool. Das ging richtig schnell. Jetzt machen wir uns ein paar trockene Gedanken. Jetzt kann ich mich um die Maschine kümmern, die die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Ja, so funktionieren Türen. Na gut, dann würde ich aber sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.